Das Nergorix Community Turnier Ausgabe 2 findet am Samstag, den 3.3. ab 16 Uhr statt. Jeder, der mitmachen will, ist herzlich dazu eingeladen, sich anzumelden. Ob Anfänger oder fortgeschrittener Spieler, völlig egal. Je mehr Leute mitmachen, desto besser. Genauere Infos gibt es in der Videobeschreibung. Ich hoffe, du bist auch dabei. Ich freue mich auf Samstag. Cheater sind immer toll. Ja, also ich finde das auch durchaus okay. Wenn ich nicht jedes Spiel gecheased werde, wobei ich heute in 2 von 3 Spielen ja gecheased wurde, muss man ja auch sagen. Gut, das gerade eben jetzt mal nicht mitgezählt. Wo er einfach instant gelieft hat. Also hin und wieder finde ich das mal ganz nett. So. Immer diese, ich will mein MMR runter machen, Spieler. Ja, ja, passiert. Also streng genommen könnte es auch sein, dass er nicht gegen Random spielen wollte, aber tatsächlich glaube ich das nicht. So. Gut, kurz mal anbauen. Ne, 1 brauchen wir, glaube ich, nur, ne? Oder 2? Weiß man nicht, wann ich aufhören muss, WBFs zu bauen. Hier, glaube ich. Ja, naja. So. Ah, das waren die Mineralien, die mir fehlten, weil ich hier nach vorne gefahren bin. Nicht mal, weil ich das Depot gebaut habe direkt, sondern weil ich nach vorne gefahren bin am Anfang. So, das ist eigentlich auch Quatsch, dass ich hier immer sofort zumache. Das bin ich einfach nur aus den 2 gegen 2 und 4 gegen 4 gewohnt. Wo es einfach Quatsch ist, sich darüber erstmal Gedanken zu machen. Sondern man einfach das Depot setzt, dann hat man länger ein langweiliges Spiel vor sich, so wie es ein Zarok mag. Deshalb mache ich das inzwischen auch immer, aber eigentlich ist das ziemlicher Quatsch. Weil die Ressourcen viel besser direkt in mein Command Center buttern könnte. So, Zerg war ja, ne? Ja. So. Zeug. Naja, legitim würde ich das tatsächlich nicht nennen. Also legal ist es natürlich. Kann man halt machen, aber ich finde es halt schon ein bisschen armselig, wenn man meint, man müsse seinen MMR senken, nur damit man Noobs bashen kann. Damit man selber besser dasteht, dafür seinen MMR zu senken, finde ich halt irgendwie scheiße. Man muss halt immer auf die andere Seite der Medaille schauen. Irgendwer ist ja da, der dann von einem Spieler total in Grund und Boden gespielt wird, ohne dass man es erwartet. Anders natürlich wäre es in einem Nergorix Community Turnier, was am 3.3. stattfindet. Da spielt man mal gegen bewusst stärkere Gegner. Aber in der normalen Ladder finde ich das halt scheiße. Muss man ganz klar so sagen. Ich nutze jetzt übrigens jede Gelegenheit, um Werbung für dieses Turnier zu machen, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. So. Aber ich denke, es ist euch schon aufgefallen. Losfliegen. Hallo Thunfischkrieger, schöner Name übrigens. So, wir gehen auch mal mit unserem Reaper zurück. So. Nein, das wollte ich haben.
Ich hab leider zu spät angefangen, wieder Depots zu bauen. Das war nicht so schlau. Hier ist keine dritte? Okay, Roach, Hydra all in. Roach, Link all in. Wobei, ob es ein All-In ist. Ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, ne? Weil er hatte eine dritte da drüben, ne? Wo ist die Benji? Wo ist die Benji? Wir brauchen die Benji. Okay, das wird hart. Ja, wobei, eigentlich brauche ich überhaupt nicht klauen. So, gut, wir haben einiges an Workern verloren, aber wir leben noch. Melde mich zurück. So. Ja, hat hier keine Drohnen, damit sind wir gut im Spiel tatsächlich. Wenn ich jetzt noch ein drittes CC hätte. Immer noch nichts. So. Ja, Marco war ja natürlich wieder geil in der Zwischenzeit, das gebe ich gerne zu. Trotzdem sind wir gut im Spiel. Das hat tatsächlich nochmal gezeigt, wie viel er noch committed hat für diesen Angriff, den er da hatte. So, wir müssen ein paar mehr Marauder bauen. Er hat viele Linge, also wir können jetzt nicht direkt gegenpushen. So extrem ist dann doch leider nicht. Hat noch viel übrig gehabt. Der Tech ist jetzt auch durch gewesen. Das heißt, wahrscheinlich kommen jetzt Hydras hinterher oder ein Spire. Eins von beiden in jedem Fall. So. Ich jetzt halt gerne. Vielen Dank für den Follow an Tuschischkrieger. Ah, die Post sollten aber gleich da sein. Und das hier ist ja auch da.
So. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr Barracks. Muss eigentlich gleich nochmal scannen. Ob da doch Mutas kommen. Ja. Ich hatte kurz Panik, dass ich alles geliftet habe. Habe ich glücklicherweise nicht. So. Gott. Bereit machen, Jungs. Nur zu. Komm. Ihr seid auch noch nicht auf 1. In Ordnung. Lauter. Worauf soll ich ballern? Schieb. Erweiterung fertiggestellt. Warum sind die Sachen eigentlich alle nicht auf den Hotkeys mit drauf? Ich sollte nicht zu viel hier nutzen. GG. So. Ha, ist das nicht schön? Wir sehen, das war echt haarig da, das zu halten. Aber es hat funktioniert und wir hatten nachher noch mehr Worker als er. Es war aber echt auf der Kippe. Also ohne die Banshees wäre es natürlich nicht gegangen, wobei ohne die Banshees hätte ich einen Tank gehabt, muss man auch sagen. Tank hilft bei sowas auch immer ungemein. Aber gut, der kann halt auch einfach von Ravagern rausgenommen werden als eine Banshee. Die Banshees haben halt alle komplett dauerhaften Schaden verteilt. Das war ganz nett. Dann die Hellions auf die Linge. Sehr schön.